Name ist Frank Hommer von Bobbert Aktuell. Mein Name ist Frank Hommer von Bobbert Aktuell. Grüß Gott, mein Name ist Frank Hommer von Bobbert Aktuell. Wir befragten einige Gäste der Stadt Bobbert, was und wie es ihnen in Bobbert gefällt. Grüß Gott, mein Name ist Frank Hommer von Bobbert Aktuell. Mhm. Wir haben so einen kleinen Nachrichtenkanal für Bobbert und Sie sagten gerade, Sie sind im Urlaub hier. Wie lange sind Sie denn schon hier, wenn ich fragen darf? Den zweiten Tag. Von wo kommen Sie? Von Großkugel. Großkugel, das klingt nach einem östlichen Bundesland. Richtig, an der Autobahn A9. Was ist da noch in der Nähe für ein größerer Ort, den unsere in der Nähe von Halle? Halle, zwischen Halle und Leipzig. Wie gefällt Ihnen Ihre Unterbringung in Bobbert? Ja, wir sind auf dem Campingplatz. Sonneneck? Ja. Wie gefällt es Ihnen dort? Ja, schön, sehr schön. Bitte schön groß, aber schön. Wie gefällt es Ihnen in Bobbert? Sehr schön. Haben Sie auch was zu bemängeln? Nein, nein. Gar nichts? Wo ist denn hier eine öffentliche Toilette? Das wissen wir gerne. 300 Meter, sehen Sie das Schild Stadthalle, dieses Segel, dieses Halbrunde. Ja. Wenn Sie da links runtergehen, nach 100 Metern wieder rechts, ist auf der rechten Seite die Toilette auf dem Marktplatz. Aha. Schön. Könnte vielleicht ein bisschen besser ausgeschildert sein. Ja, könnte irgendwo stehen. Prima, dann sage ich recht herzlichen Dank. Bitte, bitte, nicht zu danken. Mein Name ist Frank Hommer von Bobbert Aktuell und wir befragen die Gäste oder auch die Neubürger, wie es ihnen in Bobbert gefällt. Wenn ich Ihnen eine Karte geben darf, da finden Sie uns. Dankeschön. Also mir gefällt es sehr gut. Ich kenne Bobbert, ich komme aus Damscheid und habe mein Haus verkauft, wohne jetzt in Belgrano und fühle mich sehr, sehr wohl. Kenne Bobbert von früher her schon sehr gut und fühle mich auch hier sehr wohl, gehe gerne in die Stadt. Aber wenn gerade so was an die Öffentlichkeit, was ich... Die kriminellste Ecke in Bobbert ist die Kreuzung unten beim Schnuckelels. Wissen Sie, da laufen die Leute rum mit ihrem Eis, die Kinder mit ihrem Eis. Und dann queren die Autos und fahren da. Sie sollen Schritttempo fahren, aber die kommen da angebrettert. Da kommen Leute vom Rhein hoch, hier. Die stehen dann im Moment so da. Vorsicht. Aber ansonsten, ich fühle mich hier sehr wohl. Bobbert ist eine tolle Stadt. Ja. Also das Verkehrsproblem ist der Stadt, glaube ich, hinlänglich bekannt. Wir haben hier so einige Punkte. Da sollte man sich was einfallen lassen. Ich gehe sehr gern morgens Richtung Mühlbad darunter. Also die Rheinanlagen sind sehr gepflegt, sehr sauber, gärtnerisch. Also das ist alles schon toll, auch hier auf dem Marktplatz. Das ist das, was ich im Moment... So als heißeste, wenn ich da stehe, ich schüttel nur den Kopf, dass es da noch keine Toten gegeben hat, wissen Sie. Und die Leute, die sitzen da auch in der Pizzeria, da kommen die Autos vorbei, die Motorräder, die kriegen die Abgase auf den Teller geblasen. Unmöglich. Gell? Ja, gibt halt so ein paar Ecken, ne? Aber es lässt sich auch aufgrund von der Architektur... Ein Vorschlag, dass man zumindest von 10 bis um 16, 17 Uhr da die Autos sperrt. Gell? Denn da kommen, Sie glauben gar nicht, was da vom Rhein hochkommt. Ne, ansonsten Bobbert kriegt also die Bestnote von mir. So mit allem hier, auch von der Gastronomie hier, von allem Möglichen. Ne? Und auch... Von der Schifffahrt her ist ja im Moment, die Goethe fährt ja nicht mehr. Wir haben ja Niedrigwasser, ist halt eben so. Ne? So, das wollte ich dann mal loswerden bei der Gelegenheit. Recht herzlichen Dank. Bitte, bitte. Grüß Gott, mein Name ist Frank Hommer von Bobbert Aktuell. Sie sind zu Gast hier im Urlaub. Darf ich Sie zunächst mal fragen, wo Sie herkommen? Oh, ich bin aus Camping. Aus Sonneneck. Sonneneck. Von wo kommen Sie? Wo sind Sie zu Hause? Ich komme aus Dänemark, aus Aarhus. Okay. Wie gefällt es Ihnen in Bobbert?
gefällt. Ist Boppard schön? Oh, it's the first time, Willa. Der erste Tag? Erster Tag zu Boppard. Und schönes Wasser. Ja, so wunderbar. Ja. Haben Sie etwas zu bemängeln? Haben Sie Sorgen? Ist etwas weniger schön oder alles top in Boppard? Oh, schön so far. Also keine Mängel, nichts, wo Sie sagen würden, das gefällt mir weniger gut? Oh, nicht verstehen. Können Sie ein bisschen Englisch? Yes. It is all things all right or have you, is everything a little problem or so? Oh, so far everything's all right. Again, it's the first time we've been to Boppard, just 10 minutes ago. So just parked the car and we're going. Okay. And so far everything looks very good. Thank you very much. You're welcome. Ciao. Hallo erstmal, mein Name ist Frank Hommer von Boppard Aktuell. Sie sagten gerade, Sie arbeiten in Boppard. Darf ich fragen, wo Sie herkommen? Aus Sangoa. Wie gefällt es Ihnen in Boppard? Super. Gibt es was zu bemängeln? Haben Sie irgendwas auszusetzen, wo Sie sagen müssen, hier müsste die Stadt mal nachbessern, das könnte man verbessern? Die Parkflächen etwas vergrößern. Allgemeines Problem in dem kleinen Boppard. Ich glaube, das ist in Sangoa aber so ähnlich, oder? Ja, aber da ist nicht, betrifft es mich nicht so sehr. Da kann ich nur durchfahren. Okay, dann sage ich vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Mein Name ist Frank Hommer von Boppard Aktuell. Ich darf Sie zunächst mal in Boppard recht herzlich begrüßen. Darf ich fragen, von wo Sie kommen? Aus Luxemburg. Aus Luxemburg. Und wie lange sind Sie schon hier? Ja, ich jetzt 10 Minuten. Man sagt ja immer, der erste Eindruck ist der beste. Was gefällt Ihnen am Boppard besonders gut in den 10 Minuten? Und was würden Sie sagen, muss man ändern? Ah, die dicken, alten, schönen Bäume da hinten, da waren wir jetzt gerade vorbeigekommen. Das hat uns schon improvisiert. Ne? Also hat Ihnen gut gefallen? Ja, ja. Was haben Sie als nächstes geplant? Was machen Sie im Boppard? Ja, wir wollen jetzt eine Kleinigkeit essen und dann wir haben gebucht in Sangoa. Okay, also Sie gehen nach Sangoa ins Hotel? Ja. Nee, eine Ferienwohnung. Ja, wunderbar. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und guten Appetit. Hallo, darf ich fragen, von wo Sie kommen? Aus Holland. Wie lange sind Sie schon hier? 5 Jahre. Wie gefällt es Ihnen in Boppard? Wie? Wie gefällt es Ihnen in Boppard? Ist es schön hier? Ja, sehr schön, sehr schön. Haben Sie auch was zu bemängeln? Gibt es etwas, was weniger schön ist, was Ihnen nicht gefällt? Was heißt? Ruhig. Keine Mängel, alles wunderbar, alles schön. Ja, das darf ich, ist, darf das ich ist gut. Die Fahrrad sind da. Das geht gut. Ja. Wo sind Sie untergebracht, wenn ich fragen darf? Sind Sie zum Camping hier oder? Sonneneck, ja. Sonneneck. Wie gefällt es Ihnen dort? Wie gefällt es Ihnen auf dem Sonneneck, auf dem Campingplatz? Ja, ja. Schön? Schön, sehr gut. Ja, ja, ja. Ja. Die zweite Woche. Ja. Nächstes Jahr auch. Wunderbar, dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Darf ich Ihnen ein Kärtchen geben von unserem Kanal? Bist du jetzt mal still? Okay. Er hört nicht. Okay. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Okay. Guck mal, der ist ganz lieb. Mein Name ist Frank Hommer von Boppard Aktuell. Darf ich fragen, wo Sie herkommen? Aus Kleve am Niederrhein. Hatte ich eben gerade schon Gäste, die kommen auch aus Kleve. Ja. Wie gefällt es Ihnen hier in Boppard? Sehr gut. Wie lange sind Sie schon hier? Wir sind seit einer Woche hier. Darf ich fragen, wo Sie untergebracht sind? Im Hotel oder? Campingplatz, Sonneneck. Sonneneck? Sonneneck, ja. Wie gefällt es Ihnen dort? Wunderbar. Und haben Sie auch irgendwelche Mängel? Gibt es irgendwas, was Ihnen in Boppard nicht gefällt? Eigentlich nicht. Also, wir sind hoch zufrieden. Ja, das hört man doch gerne. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Bitte, bitte. Darf ich ein Kärtchen geben von mir? Danke. Bitte. Hello. Hello. You do your holidays here, Boppard? Yes, we just arrived last night, and then we're biking to Rüdesheim. Did you like it here in Boppard? It's beautiful. Yes. Gorgeous. All things beautiful, or is there a point where you say it's not so fine? All things are beautiful. It's wonderful. From who did you come from? I'm from Canada, from north of Toronto, outside of Toronto. Oh, that's a long way. A long way. And you stand only here in Boppard? No, we arrived into Switzerland, into Zurich, and we're traveling by bike with my family. So. Wonderful. Yes. I wish you a good time here. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Ja, mein Name ist Marlies Schark und ich komme aus Dormagen und wir sind heute zu einem kurzen Boppard-Besuch hier an den Rhein gefahren. Prima. Sie machen also nur einen Kurzurlaub hier? Kurzurlaub, ja, wir hatten noch was zu erledigen. Hier sind ja so schöne Geschäfte und haben schön am Rhein gesessen und da die Gastronomie genossen. Wie gefällt es Ihnen in Boppard? Ja, es gefällt uns, also ich rede auch für meine Freundin, für meinen Mann. Uns gefällt es sehr gut, weil es hier so nette Geschäfte gibt und ja, ein schönes Stadtbild. Und ja, weil auch, was uns zuletzt aufgefallen ist, dass am Bahnhof, dass es da öffentliche Toiletten gibt, die sind wunderbar gepflegt und auch kostenlos. Und das finde ich auch sehr ja, tourismusfreundlich. Gibt es auch negative Dinge, die Ihnen aufgefallen sind, wo Sie sagen würden, das könnte in Boppard noch verbessert werden? Da fällt mir im Moment nichts ein. Da müsste ich vielleicht länger hier am Ort sein. Im Moment, ja. Nee, kann ich so auf Anhieb nicht sagen. Ist doch prima. Man sagt doch normalerweise, der erste Eindruck ist der beste. Und wenn Sie erst so kurz hier sind und Sie bis jetzt nur positive Eindrücke haben, ist das ja eigentlich ein Lob für uns. Ja, Papa. Eigentlich ja. Kann man so sehen. Vielen herzlichen Dank. Danke, mich auch. Hallo. Hallo, erstmal darf ich Sie recht herzlich in Boppard begrüßen. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor, wie ist Ihr Name? Lenzen aus Belgien. Aus Belgien. Ja. Herr Lenzen, wie lange sind Sie schon in Boppard? Sie sind Tourist, Sie sind Gast der Stadt? Jawohl, jawohl. Seit Samstag sind wir hier. Man sagt ja immer, der erste Eindruck ist der beste. Vielleicht können Sie den Boppard dann mal erzählen, wie es Ihnen hier gefällt oder was Sie an Boppard zu bemängeln haben. Es gefällt uns die Ruhe hier und das Aussehen in der Stadt ist sehr gut. Gefällt aber, aber besser die Ruhe. Die Ruhe. Wir möchten gerne ruhig Urlaub fahren. Wie ist Ihre Unterbringung im Hotel? Sind Sie zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Gutes Hotel, alles sehr nett, sehr gut, sehr gut. Hotel Bellevue. Ja. Eine der besten Adressen in Boppard. Ja, ist das so? Ich glaube wohl. Ist dann auch zufällig, dass wir da gelandet sind. Okay. Ja, eine Woche, von Samstag bis Freitag. Ja. Von wo genau aus Belgien kommen Sie, wenn ich fragen darf? Das Süden von Belgien, also Rom, Westflandern, an der französischen Grenze und dann das Meer. So in den Dreieck. Ja. Haben Sie am Boppard etwas zu bemängeln oder gefällt Ihnen alles uneingeschränkt gut? Bis jetzt gefällt uns das hier, ja. Prima. Wir haben keine Bemerkungen. Dann sage ich vielen Dank für das kurze Gespräch. Okay, auch Ihnen. Und wünsche einen angenehmen weiteren Aufenthalt hier. Danke. Bitte schön. Tschüss. Tschüss.